Da seht ihr eine kleine Terrorzelle, eine Green Terrorzelle. Sie machen Blumenpraline oder eben Blumenbomben. Ja, das sind Blumensamen drin, eingewickelte Blumenerde und Heilerde. Die lassen wir jetzt trocknen und dann kann man die ab Mitte Mai in die Natur rauswerfen und dann wird es überall ein bisschen bunter. Das ist unser neuestes kleines Garten-Eden-Guerilla-Projekt.